Unsere 16. Etappe startete auf dem Marktplatz von Lorch in der Nähe der Martinskirche. Offiziell ist es übrigens die 16. und 17. Etappe gewesen, also eine Doppeletappe. Wir haben den Ort verlassen, an einem Ehrenfriedhof vorbei, sind wir auf den Rheinsteig gelangt und durch Weinberge marschiert, bis wir schließlich durch einen Wald auf und wieder abgestiegen sind. Hatten dann von hier einen hervorragenden Blick auf die Burg Sohneck am Rheinburgenweg und den gegenüberliegenden Quarzitsteinbruch, sind aber natürlich auf unserer Seite geblieben, dem Rheinsteig weiter gefolgt, bis ins Bodental, da sind wir komplett ausgelaufen und zu dem sagenumwobenen Gebiet Teufelskadrich gekommen. Wir sind also durch den Teufelskadrich gewandert, bis wir in das Weinbaugebiet Assmannshausen gekommen sind, berühmte Rotweinlage, dort abgestiegen über Serpentin in den Ort Assmannshausen. Und dann haben wir nach einer kurzen Mittagspause in der Burgschenke die dortige Seilbahn aufgesucht, sind ein Stück mit der Seilbahn hochgefahren zum Jagdschloss Niederwald. Dort haben wir den Fußweg auf dem Steig fortgesetzt bis zur künstlichen Ruine Rossol. Toller Aussichtspunkt mit Blick auf den Binger Mäuseturm im Rhein und auf die gegenüberliegende Nahemündung. Dann haben wir den Rheinsteig ein letztes Mal aufgenommen bis zum berühmten Niederwald-Denkmal. Wir wollten ja an diesem Tag eigentlich den Rheinsteig noch fortsetzen bis zur Abtei St. Hildegard, aber aus verkehrstechnischen Gründen sind wir dann am Niederwald-Denkmal in die Gondel gestiegen und haben uns mit der Seilbahn aufgemacht in den Ort Rüdesheim am Rhein. Dort haben wir den Bahnhof aufgesucht und sind mit der Bahn zu unserem Übernachtungsort Kaub zurückgefahren. Das waren 21 Kilometer auf dem Rheinsteig und 25 Kilometer laut Schrittzähler. Hallo, guten Morgen. Morgen. Wir melden uns aus Lorch, heute zur 16. und 17. Etappe des Rheinsteigs. Und wir wollen bis zur Abtei Hildegard, Heilige Hildegard, geht auf die Hildegard von Bingen zurück. Das ist etwas über Rüdesheim. So sieht's aus. Ne? Und im Augenblick am Ortsrand von Lorch haben wir hier noch die Ruine Nollich im Hintergrund. Wenn ich mich bücke, dann sieht man da oben, das ist die Burgruine Nollich. Ne? Das ist schon direkt mal ein malerischer Startpunkt. Davon haben wir bestimmt noch viele unterwegs und die zeigen wir euch natürlich auch. Bis dahin. Tschüss. Ja, wie üblich zu Beginn des Wandertages geht es natürlich bergauf, weil man nach unserem Konzept ja von der Ortschaft dann wieder hochsteigen muss auf den Rheinsteig. Aber heute noch vergleichsweise mild. Unser Weg entlang der Hangkante durch die Weinanbaugebiete macht kurz vor Trächtinghausen auf der gegenüberliegenden Rheinseite den Blick frei auf einen Steinbruch. Hier wird Quarzit abgebaut. Eine Staubwolke hüllt die Arbeiten daran vollständig ein. Und dieser Fleck passt so gar nicht in das liebliche Rheintal und seine darüber aufstrebenden Hänge.
zumal die Abbruchstelle sich direkt neben der malerischen Burg Sohneck befindet. Auf unserer Seite können wir derweil der Arbeit der Weinbauern zusehen, die im Steilhang gerade die Rebstöcke kontrollieren und pflegen und mit einem am Stahlseil gesicherten Mini-Traktor die Stöcke kontrollieren. Das Bodental laufen wir komplett aus. Danach zieht der Weg wieder bergan. Durch ein Wäldchen geht es, bis sich der Wald lichtet und uns erneut einen Panoramaweg an der Paul-Klaus-Hütte vorbei in Richtung Teufelskadrich führt. Der Teufelskadrich ist ein ca. 380 Hektar großes Gebiet mit bewaldeten Steinhängen, die steil abfallen. Es zählt zum europaweiten Schutzgebiet Natura 2000. Die höchste Erhebung mit 415 Metern ist der Teufelskadrich selbst. Eine Legende erklärt den Namen so. Ein Ritter von Lorch versagte einem kleinen grauen Männlein schroff die Nachtherberge. Das Männlein verschwand und entführte des Ritters Tochter und hielt sie auf besagter Höhe gefangen. Niemandem gelang die Befreiung des Mädchens, weil sie alle beim Anstieg auf den Kadrich von einem wahren Regen aus Steinen und Felsbrocken verletzt oder gar getötet wurden. Erst einem jungen Ritter gelang es mit Hilfe einer Schar von Zwergen, das Mädchen von dem Berg zu befreien.
Kurz vor Assmannshausen über die Weinberge hinweg aufs Rheintal. Von Assmannshausen hinauf zum Jagdschloss Niederwald gönnen wir uns den Sessellift. 6 Euro kostet die einfache Fahrt für einen Erwachsenen hinauf. Die Niederwaldseilbahn wurde am 8. Juli 1953 in Betrieb genommen. Die Talstation befindet sich am Standort des früheren Zahnradbahnhofs. Die Bergstation liegt etwa 100 Meter westlich des Jagdschlosses Niederwald. Wir überwinden 230 Höhenmeter. Die haben wir uns dann heute also mal gespart. Aus dem Sessellift heraus eröffnet sich ein grandioser Blick über weite Teile der Weinbergsgemarkung Assmannshausen. Das wäre unser Weg gewesen. Einpacken. Ich gedacht habe, jo, jetzt steigen wir aus. Ja, es ist gelohnt, dann wäre schon eine lange schöne Fahrt. So.
Ja, wenn du auf die Plattform kommen willst. So. Hallo. Hallo John, immer reinspaziert. Der Mäuseturm von Bingen, ne? Da unten. Must be thinking that one. Yes, that's it. I think I exposed my postal already. Over there, that one. Das Niederwald-Denkmal der Reichs-Christiane, ne? Gigantisch. Jetzt hier unter den Bäumen sieht man es nicht. Das ist erstmal eine riesen Plattform. Wahrscheinlich mit einem dieser fantastischen Aussichten. Das will ich mir jetzt gleich mal angucken.